Hast du den Verstand verloren? Schau her! Hab ihn! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir.
Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Hey, hier ist ein Seil. Dann wollen wir mal. Okay, muss nachladen. Whee! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. John Conrad, United States Army. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Blieb im Sturm. Du scheinst zu sein. 18 Kilometer außerhalb von Dubai. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Verluste. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Mein Kaffee ist am Reich.
Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell übergreifen, Walker. Schon klar. Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Nur zu! Wir haben bestimmt auch zu ballern, damit du telefonieren kannst! Oder du weniger Hilfe, der schießt ein! Ich steck weg! Nach und nach gib mir Deckung! Wir müssen in Deckung gehen! Tango erledigt! Rücke aus! Los, weiter! Hinten raus! Granate! In Deckung! Wo steckt er? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid! Lugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Ich bin weg! Oben auf dem Boss! Schalt ihn aus! Sicht. Da drüben! Hinterher! Feuerbündel! Alles klar, ich hab ihn! Tango neutralisiert! Scheiße! So, in der Ruhe! Rüber zu dem Container! Walker, die Tür! Yes, Mother! Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Jacke! Scheiße, Massen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Scheiße, Feindkontakt! Hinter den Barrikaden! Weiter Feuer! Zwingt sie in Deckung! Murke, wir müssen das MG ausschalten! Murke, wir sitzen fest! Umgeh das MG und schalte es aus! Er ist gepanzert, wir kriegen ihn nicht! Vorrangiges Ziel! Deckt ihn auf! Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße.
Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Killt sie, bevor sie uns sehen. Feind am Boden. Ziel gut eliminiert. Los, weiter, aber unauffällig. Vorsicht! Schrumpf sind im Anmarsch! Ich sag doch! Die könnten überall sein. In dem Durchgang! Scheiße, die Kerle geben nicht nach! Magazinwechsel! Neutralisiert! Ich geb dir Deckung, beweg dich! Wir kommen, haltet durch! Lassen Sie ihn gehen. Liegt näher kommen! Einer weniger! Feind am Boden! Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen.
Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Vorsicht, die haben Wachen. Lugo, auf den Laufgang. Schalt ihn aus. Feind ist tot! Gib mir Deckung, ich lade nach! Wir stehen unter Feuer! Sie haben uns entdeckt. Granaten, jede Menge. Da legt wohl jemand Wintervorräte an. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wer schade drum. In Deckung! Am Gelände! Da drüben! Hinterher! Okay, dann los weiter. Wo zum Teufel kommt das her? Aus den Lautsprechern da. Selbst gebaut. Genau wie der Sender vorhin. Achtung, Einmeldung. Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Alles Weitere dort. Haha! Und nun zurück zu unserem normalen Programm. Los geht's! Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Was schräg? Total abgefahren. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Wir müssen den Stab anfunken, sofort! Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen.
Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Ziel ist tot. Lade nach. Feind am Boden. Nachladen. Verdammt, wo sind die hin? Das war zu leicht. Vorsicht! Geh klar. Mist, bin leer!